So, liebe Freunde, willkommen zurück. 50 CCM Mario Kart DS heute mit Peach, der Princess Herself. Im Retro Cup. Welchen hatten wir das letzte Mal? Panzer Cup hatten wir das letzte Mal. Ne, jupp, dann geht's heute an den Banana Cup. So, perfekt nochmal den Controller ausrollen. Die Lags mitnehmen beim Intro-Bildschirm. So. Mein Gott, sieht das räudig aus, aber es ist nun mal ein Retro-Cup. Da kann man keine großartige Grafik erwarten. Erstmal hier weggeschubst worden. Entspannt, danke dafür auf jeden Fall. Und es sieht schon wieder nach einer Strecke aus, wo ich komplett durchdriften werde. Und dann entspannt gegen den Brückenpfosten geschubst werde. Danke dafür auf jeden Fall. Sehr freundlich Mitfahrer. Dafür haue ich dem Donkey Kong jetzt mal direkt die Green Shell hinten ins körperliche Endgerät. Ja. Überhol dann mal kurz den Mario. Oder auch nicht, weil der mich schlägt. Eheweiber schlagen. Typisch Mario. Auch schon wieder eine Sache für als Markenzeichen für ihn selbst. Geht ja mal gar nicht. Und ich sehe es schon, das wird ein absolut schlechter Rang, weil ich jetzt schon 3000 Mal ins Gras gefahren bin. Obwohl man mit Gras eigentlich was ganz anderes anstellen sollte, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und dann kommen wir jetzt hier endlich an allen vorbei. Und wir sind... Was? Wo ist denn bitte schön der Erste? Der ist ja nicht mal mehr auf der Karte. Ach, da vorne. Moin, da hat er schon extrem viel Vorsprung. Gut, eigentlich wäre ich ja auch Erster, wenn ich hier nicht direkt schon hier gegen den Brückenpfosten geknallt worden wäre oder 3000 Mal von Mario ins Gras geschubst worden wäre. Dafür gibt es dann jetzt für den lieben Toad die Red Shell in den Rücken. Und der hatte so viel Vorsprung, dass er immer noch vor mir ist. Durch die Matsche und Toad wieder überholen. Sagen wir einfach mal, das ist der gute Pius. Unser Toad-Fanboy. Und genau an derselben Stelle setze ich meinen Kart dann direkt wieder ins Gras. Perfekt. Um Toad dann wieder zu überholen. Das wird jetzt hier ein absoluter Zweikampf. Und ich bin gerade absolut raus und krieg fahrtechnisch überhaupt nichts mehr hin. Wie gut, dass das erst die vorletzte Runde ist. So, in die letzte Runde biegen wir jetzt ein und mir fällt jetzt gerade mal wieder auf, wie langweilig doch die Retro-Strecken sind. So, glücklicherweise war Toad so nah an mir dran, dass er mich nicht überholen konnte, sondern auch von der Blue Channel getroffen wurde. Allerdings soll er jetzt mir auch nicht zu nah auf die Pelle rücken. So, jetzt bin ich hier mal nicht abseits von der Bahn gefahren. Tatsächlich jetzt schon ein absoluter Rekord. Und ich glaube, das fahren wir jetzt sogar locker ins Ziel. War jetzt hier die Ziellinie oder nee? Nee, hier kommt erstmal noch eine Kurve. Wir haben so schön viele Bananen. Bananen verteilen können wir doch immer. Normalerweise bekommt Peach ja die Bananen verteilt von Mario. So, dann sind wir fertig. Nach anfänglich versuchten Attentaten an uns sind wir am Ende trotzdem standhaft geblieben. Der Bombenprank ist nicht gelungen und dafür dürfen wir jetzt direkt in die Kälte. Danke. Aber immerhin den ersten Platz mitgenommen. Und next Rennen. So, Toad versucht uns hier direkt wieder wegzurammen. Und wir versuchen ihn dezent in den Schnee reinzuschubsen. In den Schneemann rein. Ah, schade. Leider kein Strike. Aber wir sind jetzt auch nicht beim Bowling, ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in den Schneemann reingeschubst werde. So, Windschatten mitnehmen oder auch nicht. Einen schönen Sprung über die Klippe.
Man könnte aus dieser Strecke tatsächlich extrem viel machen, ne? Weil sie an sich sogar echt cool aussieht. Vor allem dafür, dass es eine Retro-Strecke sind und die bisherigen Retro-Strecken absolut grauenhaft waren. Allerdings hätte man trotzdem noch mehr draus machen können. So, jetzt hier zwischen die Eiswände. Jetzt fühle ich mich hier schon wie in Ice Age. Sollten die jetzt gleich zusammenbrechen. Der gute Tort ist gerade in meine Banane reingefahren, versucht jetzt hier abzukürzen, bis er dann merkt, ah, hier ist ja nur eine Wand, ich fahre dagegen. Ah, nochmal gegengefahren, ah, nochmal gegengefahren und schon das ganze Gehirn dabei zerstört. Sämtliche Intelligenz aus dem Gehirn raus, über die Brücke und fertig, so. Zweite Runde und direkt das Karma hat zugeschlagen, gönnt mir direkt eine besonders schöne Blue Shell, die tatsächlich aber meinen Vorsprung im Moment auch keinen Schaden macht. Allerdings muss ich jetzt aufpassen, denn eine große Fresse wird oft mit dem Karma bestraft. Besonders in Mario Kart, wobei man da auch bestraft wird, ohne eine große Fresse zu haben. Von daher kann ich es mir in diesem Spiel erlauben und mache den guten Toad, oder wie wir ihn gerade im ersten Rennen schon genannt haben, den guten Pius einfach fertig. So, ich meine hier bei der Klippe, über die wir gesprungen sind, hier bei der Mario-Statue, war die Hälfte der Strecke durch die ganzen Eismänner. Die Bananen und direkt die zweite Blue Shell. Perfekt. Damit haben wir die Zahl erfüllt, die es für dieses Rennen zu erfüllen gibt. Rennen Nummer 1 gleich eine Blue Shell, Rennen Nummer 2 gleich zwei Blue Shells. Dementsprechend warte ich nur. Och, jetzt kommt sogar schon die dritte. Mensch, oder das wirft uns doch komplett aus unserem Konzept hier. Da wollte ich gerade das so planen, dass die erste Strecke eine Blue Shell hat und die zweite zwei Blue Shells, die dritte drei und die vierte vier. Nee, so geht das nicht. Wir müssen hier schon in einer Planung sein. Und trotzdem bleiben wir auf dem ersten Platz, weil der Pius so dumm ist und in die Banane reinfährt. Und perfekt, genau an derselben Stelle wie gerade, trifft uns die Tinte. Die Tinte, die wir aus der Füllerwerbung kennen von Stabilo. Und direkt der vierte hinterher. Perfekt, ein neuer Weltrekord. Ich denke, auf ganz YouTube gibt es niemanden, der gleich vier Blue Shells in einem Rennen hat. Geschweige denn fünf in den ersten beiden Rennen. Und wer weiß, wie es noch weitergeht. Aber das Karma ist eben unerbittlich und hört überhaupt nicht mehr auf. Es würde mich nicht wundern, wenn wir das Full House voll machen. Bisschen Zeit haben wir ja noch, gleich kommt ja erstmal die Klippe. Perfekt, eine Red Shell kommt auch noch, hatten wir ja auch noch nicht in diesem Rennen. Springen dann über die Klippe, Hälfte dieser Runde sollten wir dann jetzt geschafft haben. Die Mario-Statue, die ja bis jetzt immer die an dieser Stelle die Blue Shells angelockt hat. Mal schauen, ob uns noch eine fünfte besuchen mag und wir das Full House voll machen. Die Green Shell driftet entspannt an uns vorbei. Der gute Pius kommt wahrscheinlich nicht mehr an uns ran. Wir fahren wieder ins Tal herein zwischen den beiden Eisschichtklippen-Dingens. Und ich sehe, die Blue Shell scheint nicht mehr zu kommen, wobei ich da auch nichts zu früh Wert darauf legen würde. Jetzt haben wir eine schöne Ansammlung von einer Fake-Fragezeichen-Box. Wenn man dort reinfährt, kriegt man direkt erstmal einen fetten Motorschaden, gleichzeitig noch drei Bananen rumgelegt, damit diese Box auch extra viel Schaden macht sozusagen. Wir fahren über die Brücke und kommen bei 3 Minuten 40 ab ins Ziel oder 3 Minuten 41. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wurdet ihr schon mal so hart beschissen? Ja, eine Red Shell und vier Blue Shells und Blitz
und Bananen und weggerammt und trotzdem noch easy den ersten Platz gesaved. Das ist Skill, Leute. Jetzt kann es das Lachen aber ganz schnell vergehen, denn es geht weiter mit dem Bowser Castle. Ich glaube, das ist das, das wir auch aus, das wir als Remake von Mario Kart 7 kennen. Wobei, es sieht so ähnlich aus, allerdings bin ich mir nicht sicher. Ich meine, man wäre da nach links gefahren, kann das sein? Oder ich täusche mich da jetzt, weil mir kommt das jetzt doch schon sehr bekannt vor. Oder fahren wir die Strecke rückwärts? Ich bin gerade so confused. Nee, aber das ist die Strecke, an die ich jetzt gedacht habe. Oh, das war knapp. Oh. Da habe ich überhaupt nicht gesehen, dass da so ein Loch ist. Beziehungsweise ich habe es viel zu spät gesehen. Meine Reaktion war dann da mal wieder komplett eingeschlafen. Und über die Klippe, über die Klippe. Und wieder kommt der Pius von hinten angedriftet. Sollte uns aber keine Probleme machen. Was, glaube ich, viel mehr Probleme machen wird, sind diese ganzen Klippen hier. Denn ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr, wo hier eine Klippe ist und wo nicht. Und dementsprechend sehe ich mich hier schon in irgendeiner der drei Runden in der Lava landen. Da jetzt aber, glaube ich, gleich die erste Runde vorbei ist. Hier sind die beiden Turms, genau. So hießen sie. Und dann ist die erste Runde vorbei. Perfekt. Einziges Hindernis quasi dann in diesem Rennen. Oder generell auf dieser Strecke eben die Lava-Löcher da, die so ganz spontan kommen. Und natürlich der gute Pius, der von hinten angerauscht kommt. Jetzt, wo er 18 ist, kann er ja auch mal ordentlich aufs Tempo drücken. Hat er dann jetzt wahrscheinlich auch schon seinen Führerschein, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls könnte er jetzt mit seinen 18 Jahren auf jeden Fall schon alleine die Straßen unsicher machen. Und wie wir sehen, macht er das hier auch. Wobei er jetzt mittlerweile jetzt nicht mehr, er hat jetzt den Luigi wieder überholt. Dieser war aber kurzzeitig vor ihm. Da hat der Pius wahrscheinlich noch kurz eine Polizei-Anhalte-Dingens gehabt. Wurde halt kurz von der Polizei angehalten, das wollte ich sagen. Und in der Zeit ist Luigi mit seinen 10 km/h vorbeigefahren. Wurde dann aber auch geblitzt, weil zu langsam fahren darf sie ja auch nicht. Hat dann erstmal einen schönen Schubser von der Polizei bekommen. Ist dadurch dann schon schneller gefahren als sonst. Weil er dadurch schon so ein enormes Tempo bekommen hat. Und da hat er sich direkt wie auf der Achterbahn gefühlt. Und dann haben wir auch die zweite Runde vorbei. Knapp 2 Minuten. Wir haben irgendwie in dieser Runde gar keine Gegenwehr. Ich dachte eigentlich, wir bauen unseren Rekord noch weiter aus. Mit Blue Shells, die wir insgesamt in allen 4 Rennen zusammen haben. Aktuell stehen wir bei 5. Bei 5 aus 2 Rennen. Aktuell sieht es aus danach, als wenn es bei 5 auch bleibt, auch nach 3 Rennen. Ja, dann sage ich gerade noch, dass man von der Fake-Item-Box schön einen in den Sack bekommt oder besser gesagt einen schönen Motorschaden erstmal. Ich bin auch entspannt alle 3 Runden hier gegen die Wand geknallt. So als wüsste ich nicht, dass da die Wand kommt und so als wüsste ich nicht, als könnte ich auch einfach daran vorbeifahren und mir dann den ganzen Stress sparen. Nee, ich hole mir lieber schön weitere Autoschaden. So, dann platzieren wir mal eben hier die Fake-Item-Box, in die ich ja gerade schon dezent reingefahren bin. Oh, und ich bin fast in der Lava gelandet. Das, was ja am Anfang dieses Rennens mein Versprechen war. Dieses Versprechen habe ich vor nun scheinbar nicht gehalten, aber das ist auch keine schlimme Sache. Stattdessen fahren wir jetzt gleich ins Ziel, ohne irgendwelche Gegenwehr in diesem Rennen. Und dann schauen wir uns gleich das letzte Rennen aus. Genau, das letzte Rennen aus, das letzte Rennen an. Wieder eine knappe Minute. Ja, ich glaube, mit Peach habe ich bis jetzt die wenigsten Probleme, hier irgendwas zu gewinnen. Entspannt. Dann gucken wir uns jetzt das letzte Rennen an. Ich habe gerade die Strecke überhaupt nicht im Kopf. Es ist der Baby Park.
perfekt die Strecke, die ich in Mario Kart 8 Deluxe abgrundtief hasse. Das ist für mich persönlich so eine Strecke. Das war so, na, wir haben nur 3 Strecken in diesem Cup. Wir brauchen noch eine 4. Aber wir hatten den Releaser jetzt schon für, weiß ich nicht, nächste Woche, nächsten Monat angekündigt. Wir müssen schnell handeln. Haben sie sich gedacht, komm, lassen wir die Spieler doch einfach 5 Runden im Kreis fahren. In Mario Kart 8 Deluxe sind es da, glaube ich, sogar 7 Runden. Und weil du dann da schön viel Itemglück brauchst, hat diese Strecke absolut gar nichts mit Können zu tun, sondern ist einfach nur Itemglück. Und das hasse ich an dieser Strecke. Mario Kart ist zwar nie reines Skill, dass du einfach sagen kannst, ich bin gut in diesem Spiel. Und dementsprechend kriege ich es jetzt auch hier locker hin, den ersten Platz zu erreichen. Du hast immer einfach Situationen, da wirst du dann einfach hart verarscht. So wie ich gerade mit 4-mal Blue Shell und 1-mal Red Shell und Blitz und so. Aber diese Strecke ist ja mal absolut einfach nur Glück. Du musst die Hälfte der Strecke geradeaus fahren, die andere der Hälfte einmal so einen Bogen fahren. Das heißt einmal gut, halt einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Und der Rest ist reines Itemglück. Weil es kann halt zum Beispiel sein, du bist Dritter. Und dann ist da hinter dir der Letzte, den du überrundet hast. Der hat eine Rakete und dann fetzt er dich komplett weg. Und das würde halt normalerweise nicht gehen, weil der Letzte normalerweise so weit von dir entfernt ist, weil du den eigentlich normalerweise nicht überrunden kannst. Oder auch hier, wenn der Erste getroffen wird, du hast dann keine Ahnung. Ach, dann wirst du da direkt mit von der Blue Shell getroffen, obwohl du eigentlich schon Letzter bist. Und dann denkst du dir so, what the fuck? Was soll denn die Scheiße? Und, ne, wenn du dann hier teilweise noch welche überrundest, du hast gar keine Übersicht mehr. Wer ist jetzt vor mir, wer ist hinter mir, wenn du dann irgendwie teilweise zum Beispiel überholt wirst, weil du von der Green Shell getroffen wurdest. Ne, da haben mich dann gerade Luigi und Yoshi und so überholt, aber die hatte ich dann scheinbar schon überrundet, weil meine Platzierung immer noch der Erste war. So, what the fuck? Aber gut. Genug geraged in diesem Part. Stattdessen schauen wir uns mal unsere Platzierung an. Besser gesagt, unsere Platzierung bleibt natürlich der erste Platz, aber unser Rang. A-Rang, scheiße. Ich dachte, wir können mal wieder einen Sternerang erreichen, aber nein. Ich glaube, alleine auch schon das zweite Rennen, wo wir hart verarscht wurden und das erste, wo wir auch einige Male ins Gras geschubst wurden, hat das Ganze ausgemacht. Ist aber auch egal. Wir haben dann jetzt noch den Blood Cup freigeschaltet. Und machen dann beim nächsten Mal weiter.